Nicht ahnend, dass das Gemälde einen besonders hohen Wert haben könnte, brachte Alexander Steinmeier aus Niederösterreich von Reiskys wilde Kaninchen im Grase zum Schätzen. Doch nicht nur erkannte den Wert des Kunstwerks augenscheinlich nicht, auch der Experte und die Händler schätzen den Wert des Bildes in der Fernsehsendung völlig falsch ein. Professor Erich Thromeyer, 74, der laut Bild.de einst ein gerichtlich zertifizierter Sachverständiger war, glaubte, das Gemälde würde Steinmeier 500 bis 600 Euro einbringen. Der Bares für Rares Experte bemängelte den schlechten Zustand des Kunstwerks. Tatsächlich wechselte Wilde Kaninchen im Grase wenig später für 550 Euro den Besitzer. Es scheint jedoch nicht so zu sein, dass Alexander Steinmeier absichtlich zu wenig Geld angeboten wurde, wie es natürlich in den sozialen Medien gleich einige vermuten. Denn auch der Händler, der das Bild gekauft hatte, verkaufte es anschließend für nur 2000 Euro weiter, immer noch viel zu wenig. Danach wurden die Kaninchen schließlich in Wien versteigert. Dieses Mal jedoch zu einem deutlich stolzeren Preis von 43.520 Euro. Das Gemälde war also knapp 80 Mal so wertvoll wie in der Auktionsshow angenommen. Ferdinand von Reisky-Kenner Stefan Günther, 64, vom Kunstauktionshaus Günther, sagte gegenüber der Bild-Zeitung: Da lag der Schätzer ordentlich daneben. Gemälde des Malers von Reisky erzielen deutlich. Hoffentlich ärgert sich der ursprüngliche Eigentümer nun nicht zu sehr über seinen verhältnismäßig geringen Gewinn. Verwunderlich bleibt, dass keiner der Händler und Experten der Sendung wusste, dass die wilden Kaninchen viel mehr wert sind. Thank you.
Thank you.